Hallo Kati, hi. Hallo Axel. Wie geht's dir? Gut, ja? Sehr gut. Schöne Gegend hier, sieht sehr interessant aus. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin schon eine ganze Zeit lang hier, 3 Wochen und spiele Piraten Open Air Festspiele. Ah, okay. Jetzt haben wir gerade schöne Jahreszeit. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Was magst du besonders hier an diesem Ort, an Grevesmühlen? Dass es einfach so ein tolles Piraten Open Air Festival gibt. Aber ganz mal ehrlich, das ist ja ein bisschen abgeschlagen. Würdest du jemals hierher ziehen? Hierher nicht, aber nach Boltenhagen. Wo wohnst du? Boltenhagen. Ah ja, okay. Beschreib mal dein Leben in 3 Worten im Moment. Aufregend, bunt, sensationell. Okay, was ist dein Lieblingsfilm? Pirates of the Caribbean. Was war jemals dein Lieblingsfilm im ganzen Leben? Oh, in meinem ganzen Leben, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe so, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf. Okay, was ist deine aktuelle Lieblingsserie? Alles, was zählt. Welches Buch möchtest du unbedingt nochmal lesen? Das Buch über mein Leben. Wo fand dein erster Kuss statt? Mein erster Kuss auf der Straße. Ah, okay. Sehr, sehr schöne Gegend hier. Sehr schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön findest du dein Leben im Moment? 10. iPhone oder Android? iPhone. Twitter oder Instagram? Beides nicht. Berlin oder München? Berlin. Ah, okay. Ja, genau. Stell dich mal dahinter, das sieht doch bestimmt gut aus. Kuckuck. Hallo, Kati. Was ist das coolste Stück, das du gerade trägst? Das coolste Stück? Hier, mein Freundschaftsring. Ah, okay. Mit meinem besten Freund Olli. Ah ja, okay. Was ist dein Lieblingsessen? Pasta. Dein Lieblingsrestaurant in Boltenhagen? Oh, Tocca. Was muss unbedingt auf deine Pizza? Salami. Und Lieblingsgetränk? Milchkaffee. Ah ja, okay. Und dein Lieblingsdessert? Tiramisu, aber wirklich aus dem Toto in Berlin. Champagner oder Bier? Champagner. Vollmilch oder Zartbitterschokolade? Vollmilch. Das Verrückteste, was du je gegessen hast? Hirschpenis. Oh. McDonald's oder Burger King? McDonald's. Darf ich einen Kaffee haben? Okay, ich mache einfach weiter. Was ist deine Lieblingsband? Stones. Dein Lieblings-Solo-Künstler? Hier, auf meiner Brust. Ah, okay. Lenny Kravitz. Danke. Lieblings-Lyrics? Irgendein Songtext, den du gerne magst? Nee, aber ich würde was schreiben, Ben. Schreib mal spontan was. Life is too short to wait for it. Mit wem würdest du, wenn du irgendwann ein Duett singen würdest, gerne ein Duett singen? Lenny Kravitz. Welches Instrument würdest du gerne spielen können? Oh, Klavier. Und du bekommst ein Tattoo. Wo würdest du es hinstechen lassen? Auf die Schulter. Und was wäre es? Springender Puma. Sein oder nicht sein? Sein. Wie viele Frage war das? Keine Ahnung. 33, 34. 34, sehr gut. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Hunde oder Katzen? Hunde. Babykatzen oder Babyhunde? Ach, Babyhunde, Babykatzen, beides gut. Delfine oder Koalas? Großartig, beides. Und wenn du ein Tier wärst, was wäre das? Koala. Das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Nee, ich wäre wohl ein Tiger. Tiger? Ja, ich glaube, ich wäre ein Tiger. Das beste Geschenk, eine Gitarre. Und was hast du als letztes verschenkt? Ein rotes Bändchen. Gestern hatte ein Kollege Geburtstag. Ah, okay. Magst du mir noch ein bisschen hier das Gelände zeigen? Ja, ich würde dir wahnsinnig gerne das Gelände zeigen. Sollen wir mal zum Bratwurststand gehen? Bratwurst ist immer gut. Na, ganz wichtig. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Fuck. Dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Memory. Windows oder Mac? Mac. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Manchmal so, manchmal so. Und wie trinkst du gerade deinen Kaffee? Mit 2x Milch. Ah. Das wissen die hier alle? Ja, das wissen die hier alle. Dein Lieblingssprichwort? Das Leben ist zu kurz, um darauf zu warten, aber es gibt noch ein besseres. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kadi, der hässlichste Vorname, den es gibt? Oh, es gibt so viele hässliche. Blow me away, keine Ahnung. Der schlimmste Kindername, den du kennst? Ach, da gibt es so ganz viele, aber mir fällt gerade keiner ein. Und Indianer oder Cowboys? Indianer. Brad Pitt oder George Clooney? Pitt. Strand oder Skipiste? Strand! In welches Land verreist du am liebsten? Amerika. In welches Land bist du zuletzt gereist? Sri Lanka. In welches Land würdest du gerne mal reisen? Kambodscha. Welches Outfit bereust du bis heute? So einen komischen Lackanzug, den ich mal anhatte, den ich jetzt nicht anhabe. Wer ist dein größtes Vorbild? Dalai Lama. Welche Farbe magst du am liebsten? Ist ja keine Farbe, schwarz. Und welche Farbe magst du überhaupt nicht? Ach, grelles Gelb. Okay, aber nur bei Sonnenblumen, nur bei Sonnenblumen. Und welche Farbe hat dein Sofa zu Hause? Ich habe kein Sofa. Rock'n'Roll oder Hip-Hop? Rock'n'Roll. Okay, elektrische oder Handzahnbürste? Hand. High Heels oder Sneakers? Das erzählt sich von selbst. Kannst du jemanden Bekanntes imitieren? Zum Beispiel Hermann van Veen. Bitte. Weißt du, wie wir früher abends schnell zum Baden gingen,
kalt war der See und kein Mensch in der Nähe und kaum angekommen, sind wir weit hinausgeschwommen, wollten vor Glück nicht ans Ufer zurück. Und das Ganze jetzt mit dem Akzent, bayerisch, schwäbisch? Nee, keine Ahnung, ich kann das nur auf Holländisch. Da marschieren Klischees und Clowns, doch die Leute reden um zu sehen, nicht mehr. Tragen viel bessere Masken, raffiniert und wetterfest. Bayerisch. Keine Ahnung, geht nicht. Okay, Tennis oder Golf? Beides nicht. Joggen oder Schwimmen? Schwimmen. Was ist der beste Weg, um runterzukommen? Runterzukommen. Wovor hast du Angst? Tod. Und was kannst du überhaupt nicht? Sterben, gerade. Keine Ahnung. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Beamen. Was ist das merkwürdigste deutsche Wort? Sozialkompetenz. Okay, und letzte Frage, war das verrückteste Interview, was du jeweils geführt hast? Oh ja, weil es so schnell war. So soll es sein. Vielen Dank, Kathi. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja? Ah, hallo Alena. Wie heißt dein Hund? Das ist der Dexter. Er liebt Käse, wie sein Frauchen. Sein Lieblingsplatz ist auf meinem Schoß. Gell?